Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge 162 von Avoreon. Ja, wir sind hier im Asteroidenfeld. Ich habe letztes Mal gesagt, ich möchte jetzt gerne Bergbauleute, Schiffe schauen, wie die abbauen. Und da sind wir jetzt hier. Und hier ist, glaube ich, auch einer gefüllt mit Naonit. Da können wir den mal abbauen und dann lassen wir die mal los gleich. Nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, da sind wir jetzt hier an den Asteroiden. Welcher war das denn jetzt, wo was drin war? Der hier, der ist das, genau. Und wenn ich jetzt die Truppe da rauslassen will... Ach ja, warte mal, da oben sind noch so ein gelbes... Ah, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gelesen, ne? Wir haben da ein Problem, weil wir keinen Transporter haben. Deswegen kommen wir da nicht weiter. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwie transporttechnisch noch was machen. Ja, da müssen wir mal gucken, wo es Transportersteine oder was das auch immer es gibt. Ich hoffe, das geht hier, ne? Super Gebirgstein. Die Generator, Computerkern, Hyperraumkern, Transporter, da ist er doch. Ja, da müssen wir jetzt den noch da irgendwie ranbauen, ne? Jetzt ist nur die Frage, wie groß muss der sein, damit das klappt. Ich habe keine Ahnung. Steuerung C, Steuerung V. Was ist für. Den müssen wir jetzt als Transporter nehmen, ne? Na komm schon, hier, der da. Sieht erstmal nicht verkehrt aus, oder? Wir können den natürlich auch so ein bisschen größer ziehen hier, ne? So machen wir das mal, oder? 6000, das ist gut. Steht da irgendwo was? Hyperraum-Cooldown, 44 Sekunden verlängert. Hyperraum-Energie brauchen wir ziemlich viel. Megajoule, mehr Gigajoule, das ist also kein Problem. Benötigte Energie ist klar, Bremsverzögerung ändert sich. Naja, komm, wir machen es mal, ne? Transporterblock plus Seltenes oder höheres oder höher. Plus Seltenes und Transporter Software Subsystem. Okay. Ja, das hier was. Das ist ja was. Warte, nee, das ist diese. Bei ihm muss ich gucken, ne? Regener Beschützer. Bergbau, Mina, Klasse, Trans. Ja. Geschützkontrollsystem, Scanner Booster. Geschützkontrollsystem, schneller Betrieb Booster. Überbrückungsgeschwindigkeit. 3 Köpfe wieder. Raummegastaffeln plus 0. Bei Festanbau plus 2. Traktorstrahl Upgrade. Ja, ich glaube. Das haben wir wieder nicht an Bord hier, ne? Hyperraumverstärkersystem. Nee, schade, ne? Dann war es das wieder. Wir hatten hier aber einen Ausrüstungsdock, oder? Ich sehe es jetzt allerdings nicht. Haben wir hier keins gehabt? Doch, ne? Oder? Da ist es doch. Gucken wir mal gerade rein, ob da was angeboten wird. Scanner Booster. Scannerbus, aber haben sie Transporter-Software, da ist er. Ungewöhnlich, aber seltener. Also muss es blau sein. Aber ich würde es trotzdem kaufen. Falls wir es nicht kriegen, müssen wir 5 Stück davon haben zum Upgraden, ne? Ja. Das bedeutet, jetzt müssen wir nur gucken, wo ist. Da unten ist es. Dann müssen wir dahin wohl, ne? Ja, müssen wir das wohl kaufen, ne? Und dann müssen wir schauen, dass wir da noch mehr von kriegen oder den seltenen kriegen. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Schade. Kann man nicht ahnen, ne? Was sind das hier oben? Du hast einen Transporterblock, aber fehlt dir ein Transporter, so wir sind noch voll funktionieren. Ja, das ist klar. Das haben wir auch schon gemerkt, ne?
Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir das auch noch kriegen, um dann die Jäger im Einsatz zu sehen, ne? Ist wieder voll doof, ne? Okay. Bisschen näher ran. Aber wahrscheinlich ist dann ein Dock, ja. Das ist sogar das nächste Dock. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin, ohne daran zu knallen. So, Ausrüstung handeln. Transporter Software. Einmal hier 47.000. Sonst gibt es die ja nicht. Zeit 5 Minuten, okay. Schade, ne? Ausrüstung ist dann noch mal da. Könnte man mal hinfliegen, oder? Soll doch unsere Automatik das machen. Der lenkt hier auch wahrscheinlich besser weg, ne? Okay, und Jump. Weg sind wir. Sehr gut. Nächste Jump bei, ne, 5 Minuten. Naja, nicht ganz. Sekunden nach oben Ablenkzeit oder was ist das? Route schon berechnet. Ja, los, anmachen die Maschine. Dass wir weiterkommen. Sprungroute ist berechnet und es ist keine Cooldown-Zeit mehr. Können wir dann mal. Sehr gut. Und ich glaube dann noch einmal, ne? Dann sind wir da. Ablenkzeit 11 Sekunden. Sprungroute ist berechnet. Ablenkzeit ist durch. Muss ich da was machen, damit es losgeht? Ne, jetzt macht das von alleine. Eben habe ich wohl rein zufällig die gleiche Zeit auf die Taste gedrückt, wie er dann losgejagt ist. So, dann wollen wir da mal reingucken, weil ich glaube, wir müssten jetzt da sein, ne? Ich sehe da oben. Schauen wir mal, was gibt. Transporter-Software. Genau das, was wir jetzt brauchen. Wir haben noch 3 Minuten 28 Sekunden Zeit. Ich hoffe, wir schaffen das dahin. Wo kann ich andocken? Da. Passt. Zeitlich haben wir das auch geschafft. Ausrüstung handeln. Umschwitchen auf Transporter-Software kaufen. Da die außergewöhnlich ist, müsste es hier reichen. Ne? Selten war dazwischen, glaube ich, ne? Oder? In das Verteidigungswaffensystem für Hydra. Ja, komm, dann nehmen wir mal auch gerade noch mit. Dreiköpfige Hydra. Vielleicht rüsten wir irgendwann das andere auch noch aus. Ja, die Weißen sind zu schwach. Okay, dann fliegen wir hier mal gerade ein Stück von weg. Ach so, wir könnten natürlich auch noch den anderen Dingen, die es da noch gibt, suchen, ne? Hat ja wieder gut geklappt. So, dann mal schnell noch Waffen angucken. Ne, nicht Güter handeln, das war falsch. Ausrüstung handeln. Eine Minute. 43 Sekunden, Doppelforce-Geschützturm.
Astrinium. Die darf ich gar nicht haben hier, das ist aber doof. Distanzreparierer, aufbereitender Abwracker. Maschinengeschützturm. Hier ist noch ein Air-Bergbau. Und das hier, super Raketenwerfer, nee. Aufbereitender Buddler, der geht doch auch. Und der ist noch nicht, den lassen wir weg. So, jetzt haben wir noch 1 Minute, die können wir dann abwarten, bis da neue Ware angeboten wird. Jetzt müssen wir gleich irgendwas rausschmeißen oder erweitern. Aber ich will jetzt erst warten, bis der hier die Minute rum hat. 30 Sekunden noch. Sonst war ja hier nichts, ne? Torpedos. Gegenstände verkaufen wollen wir nicht. 15, 14, 19, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schöne Sachen gibt es jetzt, oder? Autogeschützkontrollsystem. Kaufen wir gleich mal. Raumjägerstaffeln. Ich glaube, das kaufe ich auch. Hyperraum-Booster-System. Sprungreichweite plus 3,7. Hyperraum-Cooldown minus 22. Energieverbrauch plus 1 Gigawatt. Ist das gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Ziviles Geschütz, unbewaffnete Geschütze. Plasmatische verbesserte Handelsabsätze. Nee, der Rest ist alles jetzt nicht so toll. Waffen. Ja, hier ist wieder ein schönes Gadget oder so. Und wir können es nicht, weil wir nicht die genug ausgezeichnet brauchen wir da. Hier ist sogar ein exotischer. Super B-Sprayer. Aber den kaufen wir doch, oder? Der hat ja ordentlich Wumms. 48,8 mal 2. Den gibt es auch gleich so viel. Das ist ein Doppel, aber das ist Trinium. Das bringt mich nicht weiter. Front Defense Laserjäger. Nee. Ich glaube, da sind wir erstmal so weit durch. Und müssten jetzt mal schauen. So, hier wegkommen. Das sieht schon mal gut aus. Da haben wir auch Material Xanion. Und jetzt müssen wir nur diesen Transporterblock da noch einbauen erstmal, ne? Rechenleistung, aber ist das fest installiert? Nein, da ist ja kein Anker dran. Ne? Das bedeutet, ich kann den doch erstmal rausziehen, ne? Und wie sieht dieses Symbol aus für die Transportergeschichte? Ist es das? Ja. So, und jetzt? Du kannst die Substanz nur fest ins. Ah, super. Das bringt mich ja jetzt nicht so weiter, ne? Obwohl, doch bringt es schon. Fest installieren. So, jetzt ist das gut. Da oben ist noch ein grüner Hammer. Der sagt uns, es gibt ein Schiffswerft in Sektor. Du kannst hier Virtual Blöcke bauen. Okay, wunderbar. Aber jetzt möchte ich gerne Staffel, neue Staffel, Schiff, Staffelgruppe 1, Shift-Linksklick 1. Okay, angreifen, abbauen. Oh, da geht's los. Wo fliegen die hin? Die nehmen so einen Abstand, okay. Fliegen weg, um dann wieder. Sehr interessant. Krass gemacht, oder?
Kriege ich denn hier in meinem Frachtraum zu sehen, dass da jetzt was reinkommt? Ja, da. Die laden immer wieder zwischendurch Xanion-Erz aus. Okay, sehr schön. Krass, oder? Gut. Das gefällt mir erstmal. Und weg ist es. Keiner braucht was tun. Und die machen das schon. Cooles Gadget. Jetzt sind sie bei dem da. Und was ist da drinne? Trinium, okay. Naja, dann läuft das erstmal hier. Gut, dann würde ich aber auch sagen, dann brauchen wir dieses Schiff jetzt hier nicht weiter verfolgen. Dann gehen wir da raus, suchen uns den Traveler oder was es war und machen mit dem mal weiter. Vielleicht der hier kriegt dann den Auftrag, hier abzubauen. Ich hoffe, dass dann auch automatisch die Fliegerstaffel da genutzt wird. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.